Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Far Cry 3. Der nächste Turm steht an und, gut, da müssen wir sogar von da oben hin. Und ein paar Gegner haben wir auch noch da. Ihr fahrt aber weiter, oder? Gut. Alles klar, dann müssen wir da erstmal hoch. Von hier unten kommen wir da nicht hin. Wie gesagt, die werden ein bisschen schwieriger mit der Zeit. Obwohl das da jetzt ja noch einigermaßen geht, ist halt eine kleine Variation mal. Habt ihr ja auch schon geschrieben. Guck mal, Geld nehme ich noch gerne mit. Dann schampfen wir uns mal nach oben und danach gucken wir, ob wir den Konvoi kriegen, um Oliver zu retten. Das wäre ja auch noch ganz schön. So, okay. Abgesehen davon ging es aber hier mit dem Turm. Das ist gut. Alles klar, nächste Fundturm ist unser. Oh, gab sogar einen Fähigkeitspunkt. Sehr gut. Können wir den schon sinnvoll einsetzen? Wirken länger. Nachladen. Ja. Schneller nachladen. Halt auch so die Frage. Ich glaube, das mache ich mal. Wird zwar länger nicht mehr benutzt, den Bogen. Ich habe übrigens den Hai noch erlegt. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, Anfang der Folge. So, wir müssen nach dort. Dann können wir auch in die Richtung mal die Seilrutsche benutzen. Na, die bringt jetzt nicht so viel. War jetzt ein kurzes Vergnügen. Nicht draufgehen, bitte. Danke. So, Autochen haben wir auch da. Dann machen wir uns mal auf den Weg. So, dann darfst du wieder nachladen, Level. Wie weit ist das denn? Okay, das ist nur direkt da. Okay, dann hätten wir nochmal zwei. Ja. Zwei Außenposten, die ich mir noch einnehme. Den nehme ich später, wenn ich die Fähigkeit habe, schwere Gegner lautlos oder zu one-hitten mit dem Messer, weil da rennen zwei Stück von rum. Und ich habe es jetzt zweimal versucht. Es kommt halt einfach so unglaublich viel Verstärkung. Dass es selbst mit Alarm auslösen nicht möglich war. Dort verladen Sie Oliver in einen Heli. Ich brauche einen Aussichtspunkt, bevor dieser Austausch stattfindet. Oh. Gut, ich glaube, die Haut brauche ich ja eh nicht mehr. Wieso habe ich mir das Auto jetzt geholt? Ah, da ist ein Geschütz drauf. Vielleicht deswegen. So, dann werden wir das hier einfach später mal nochmal erkunden oder auch nicht. So, auf zur Aussichtsplattform. Hi, geh du mal aus dem Weg, sonst wirst du überfahren. Hi. Karte bitte. Okay. Ich glaube, ich kann doch einfach der Straße folgen, ja. Das sieht doch mal ganz gut aus. Okay, das sollte doch noch einigermaßen machbar sein. Ah, hi.
Ah, wir müssen noch ein Stückchen vor. Vorsprung ist perfekt. Alles klar. Wo ist Oliver? Dann schauen wir doch mal. Wir haben schon gesehen, da liegt ein schönes Scharfschützengewehr. Und da kommt was geflogen. Na. War nicht sehr ökonomisch, wenn da die hätten da wunderbar eine Fahrgemeinschaft bilden können. Muss ich ja sagen. Da ist er. So, ich kann noch die Waffe nicht wechseln. Lasst ihn in Frieden, ihr Arschlöcher. Okay. Die dürfen Olli nicht in den Heli bringen. Lauf, Olli, na los! Okay, der kriegt jetzt Schaden. Ja, aber schön, wenn du dich immer verziehst gerade. Ah, schau, der hätte ja sitzen können. Der Schuss. Gut, dass wir das geskillt haben, dass wir jetzt nachladen können. So, die geht's auch wieder besser, okay. Dem nicht so wirklich. Schade. Oh, hat sich zumindest meine Waffe geholt. Das ist eigentlich gar nicht so dumm. So. Ja, das war klar, dass da welche rauskommen. Ja, nachladen. Sterben. Wenn wir schon mal Explosivfässer da haben, können wir sie auch nutzen. So, du kannst da mal weg. Da kannst du nochmal Muni nehmen, mein Kleiner. Ich gebe dir dann mal so ein bisschen Rückendeckung, ja? Ich komme. So, auch das hat wunderbar geklappt. Sehr schön. Ey, danke fürs Rausholen. Ey, krasse Tattoos, Mann. Verschwinden wir von hier. Ein Boot. Okay. Halt das Boot gerade. Ich versuch's. Schneller. So, die schalten wir noch schnell aus. Oh, da sind ein paar Sachen kaputt. Ich glaube, wir stehen auf einem Boot drauf, Oliver. Ich glaube, das ist gerade nicht so günstig, ne? Hauen wir mal gerade weg. Und Truck. Ah, da ist das Boot. Okay, das Boot wäre weg. Heilung wäre, glaube ich, mal ganz gut. Und dann kommt hier der Truck nochmal dran. Sehr schön. Du lebst irgendwie noch da drauf, ne? Hm. Naja. Mir soll es egal sein. Okay. Ja, und... Achso, gut. Da können wir aber, glaube ich, so einfach draufheizen. Jawoll.
Ja, ein wenig Schießbuden-Action. Das war's, Olli. Du hast mich gerettet. Und die haben meinen Vater erpresst. Der wollte denen ein Riesenvermögen zahlen. Alter, die hätten dich auch als Sklave verkauft, wenn er gezahlt hätte. Alter, was für eine Mega-Scheiße, Mann! Weiß nicht, ob ich klarkomme. Ich kenn dich, Olli. Du bist stärker, als du denkst. Komm mit mir, ich weiß, wo du in Sicherheit bist. Lisa, Daisy! Ich hab Oliver. Hey, Olli! Hey, Mädels! Schön, wieder bei euch wie zu sein. Wie schön, dass es dir gut geht. Oh, ich fliege wie ein Vogel und das Gewächshaus brennt. Wo sind wir hier bitte gelandet? Wow, das Zeug haut mächtig rein. Will noch jemand ziehen, bevor ich ihn ausmache? Ja, ich. Hey, ich bin in einer Sekunde da. Es ist ja wie im Himmel. Hey, Jason, kannst du mal eine Sekunde kommen? Ich muss dir was zeigen. Ich muss dir auch was zeigen. Komm! Hey, ich mache ein Kreuz für Grant. Danke. Ich hatte bisher keine Zeit. Wir müssen reden. Werden wir. Nur nicht jetzt. Ich muss Riley finden. Wenn dem Jungen irgendwas passiert... Vergiss mir. Okay, und du bist bis an die Zähne bewaffnet und voller merkwürdiger Tattoos. Ich sag ja nicht, dass du sie nicht retten sollst, aber ich... Mach mir Sorgen, es verändert dich. Lisa, keine Angst. Zum ersten Mal nehme ich mein Leben selbst in die Hand. Das stimmt, das ja. Das ist doch was Gutes. Daran haben wir hart gearbeitet und ich habe dir einen Studiojob besorgt. Ich habe Steve. Ich will jetzt nicht über deine Ex-Freunde sprechen. Das ist mein Weg. Ich muss ihn alleine finden. Okay. Okay. Verstehe, du bist gestresst. Wir sehen uns später. Ich liebe dich. Jetzt geh, bevor ich dich wieder aufhalte. Du findest besser die anderen. Hm. Ja, irgendwie hat sie ja schon recht. Also, ist halt schon ein bisschen krass hier, die Veränderung, so von 0 auf 100, aber... Ja. Okay, Olli ist da hinten... Ich werde mir nochmal hier so eine Runde Pillen reinhauen. Dann haben wir wieder ein bisschen was hinter an Hintergrundstory. Ich hol sie. So, jetzt müssen wir Riley finden. Hm, komm, da holen wir uns mal noch einen Drink erst, bevor es losgeht. Ah, komm. Alles klar. Jetzt läuft das viel besser. So, wo ist denn Riley? Hm, ATM, TMM. Na? Ein paar Amerikaner machen Ärger auf den Klos. Ach. Na, so ein Zufall. Vielleicht tanzen sie ja gar nicht. Tja. Na? Dann sollten wir uns das vielleicht mal anschauen. Naja, nicht wirklich. Erstmal tanzen. Ja, geiles Set. Ob die da gerade von Riley und Keith reden? Wahrscheinlich, ne? Oh yeah. Na gut, das reicht.
genug Blödsinn gemacht hier. DJ Raiden, Doc, Jason! Habt ihr gerade von Riley und Kit, hä? Sicher. Hey, hast du meinen Bruder gesehen? Der mit der Kappe? Ja. Ja, der ist aufs Klo mit deinem Freund. Er soll aufpassen, Mädchen, hier sind teuer. Scheiße. Danke, Mann. Ich sehe dich später. Okay, dann schauen wir vielleicht besser mal nach. Habt ihr da gerade von Riley und Keith reden? Zahl das Mädchen. Hey, du küsst sie, du bezahlst. Hat mir an den Arsch gepackt, so wie ich das sehe. Muss sie mich bezahlen. Oder wir machen dich platt. Ich werde euch einen Scheiß geben. Hey, chill mal. Ich hab doch Geld. Riley, halt mal deine Klappe und besorg mir ein Bier. Du führst dich auf wie eine Tussi, was? Hey, komm, chill, wir gehen wieder rein. Hey, keine Schlägereien hast du versprochen. Wie du willst. Verarsch deine anderen Jungs. Hey, der Große muss zahlen. Fick dich, Arschloch. Jetzt bin ich für was Besseres? Ja, tu ich. Das ist unser Revier, nicht deins. Pass bloß auf, Das werden wir noch sehen. Ja, diesmal wären wir dann auf dem Boot wieder wach. Na gut, du zitterst ein bisschen, Mädel. Und ja. Nicht mit dir reden, doch. Wow, sieht toll aus. Ja, braucht noch ein bisschen Liebe, aber ist fast fertig. Danke, dass du das übernimmst. Hey, das machst du auch da draußen. Hey, darf ich dich mal was fragen? Sag mal, du hast doch dieses Jahr diese Schwimmmeisterschaft gewonnen, oder? Ja, 400 Meter. Wie hat sich das angefühlt, zu gewinnen? Nicht auf dem Treppchen, sondern im Wasser, beim Anschlag. Als ob ich voll da wäre. Als wäre ich die ganze Welt. Weißt du, ich hätte nie gedacht, dass ich töten kann. Das erste Mal war schrecklich. Was ja gut ist, richtig? Aber jetzt ist es, als ob ich gewinne. Bist du okay? Ja. Ja. Okay. Ja. Wie gesagt, es verändert ihn. So, dann können wir mit... au. unserem Kumpel noch mal reden. Oder? Ja. Können wir. Ey, danke fürs Beschützen. Geht's ja echt ab wie bei Willy Wonka. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss noch ein Feuer inhalieren. Bis später. Na, ich glaube, der ist ja ganz zufrieden mit der Situation hier. Vielleicht bleibt er ja auch da. Ich glaube, die kamelroten Blätter kann ich auch mal irgendwie wegtun. Ich habe schon so viele von und benutze ich eigentlich kaum oder eben gar nicht. Ist ja blöde Drang, alles mitzunehmen, was hier irgendwo rumsteht. Na gut, ich glaube, dann haben wir jetzt hier aber alles... Ja... Alles erledigt. Passt ja auch gut von der Zeit. Mal schauen, was jetzt als nächstes ansteht. Ich denke, da meldet sich jetzt nochmal jemand, oder? Willis, bist du's? Jason, ich habe deinen Freund gefunden, Keith Ramsey. Ein Hitman, der für heute arbeitet, kaufte ihn. Er ist meistens in der Bar bei den Baracken. Wie ist sein Name? Bark. Mhm. Also sein Name ist Buck und er ist hier für einen Fuck. Yep.
Genau daran musste ich auch denken, aber das war ja Sinn der Sache, diese Anspielung. Na gut, dann ja, munitionieren wir noch einmal kurz auf und werden ein bisschen Zeug los. Und das dürfte es dann gewesen sein für die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dann werden wir beim nächsten Mal uns mal hier... Wo war das denn? Oder beziehungsweise wo ist das? Mit Bug. Ach, da auch wieder. Gut. Wie gebe ich mich das nächste Mal dahin? Vielleicht nehme ich auch immer die beiden Punkte noch ein. Mal schauen. Wir hätten hier noch ein paar Außenposten, beziehungsweise ja, Außenposten und Türme, die wir noch machen könnten. Aber dazu dann später. Alles klar. Wir sehen uns dann das nächste Mal in Bed Town. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.